Ich bin die Mau von der Mount Everest. Na klar, was denkst du, wer du bist? Du musst hier von der Zugspitze weg. So. Ja, und ich muss ehrlich sagen, so, mir geht's ein bisschen auf den Sack, bin ich ehrlich, nimm's mir nicht böse. Aber manchmal denkt ein Hyundai i30-Fahrer, er ist größer als er ist. Nicht böse gemeint. Aber es gibt immer der klassische GTI-Fahrer und der klassische Hyundai i30-Fahrer, Jungs. Und die denken einfach, manchmal sie haben zu viel PS. Weil heute Morgen zum Beispiel, als ich auf die Arbeit gefahren bin, wurde ich wieder von so einem scheiß ekligen GTI-Schwitzer gefickt, ne? Auf die unmenschliche Art. Aber ich hab einen T-Walk, Digga. Ich hab aktuell einen T-Walk mit 120 PS. Was will er von mir? Warum ist es aber so? Aber er benimmt sich wie ein Arschloch. Wenn man gerade mal mit seinem Auto nicht unterwegs ist, dass dann die Schwitzer kommen. Ja, weil die ja wissen. Ja. Erzähl doch mal eine Story vom Schwitzer. Die wissen, dass ich alles Erzähl deine Story vom letzten Mal. Du kannst doch ruhig erzählen. Es bleibt unter uns hier alles im VIP-Chat. Erzähl die Geschichte. Ich erzähle euch die Geschichte, Jungs. Ich war mit der Freundin gemütlich in Frankfurt essen bei Thai and Turf. Kranker Laden. Kann ich euch ja wirklich nur ans Herz legen. Ganz kranker Laden, ne? Oh, Ford Focus ST. Da kommen die nächste Schwitzer mit rein. Aber jetzt haltet euch fest. Nachts um 23 Uhr oder so zurückgefahren, ne? Und die ganze Autobahn, Jungs, ist dreispurig. Und auf der linken Spur fährt ein Golf GTI, ne? Ganz links auf der Spur, die ganze Autobahn war frei, drei Spuren. Er fährt da so mit 140, 150. Ich sag zu der Freundin so, ich bin entspannt, wir haben gut gegessen, ich fühle mich gut, wir fahren gemütlich nach Hause, ne? Wir fahren hinterher, ich halte meinen Abstand. Zeig und nee. Nichts passiert, Digga. Er zieht einfach auf der linken Spur, er zieht durch. Ich guck mir das Spektakel so einen Kilometer an, ich guck mir das Spektakel 2 Kilometer an, so. Dann irgendwann mache ich, und das ist ja sogar erlaubt, einmal Lichthube, weil manchmal ist man vielleicht in Trance oder so, vergisst es hier mit Rechtsfahrgebot und so. Und ja, ne? Mach Lichthube, fahr rüber und es geht direkt los. Er fängt sofort an, Jungs, auf der Autobahn gefühlte Vollbremsung zu machen und will mich ausbremsen. Dann denke ich mir so, Bruder, es ist dunkel. Okay, ich fahre einen schwarzen Panzer, du siehst es nicht, es ist doch alles entspannt, fahr nach rechts. Es sind 510 Pferde, ist okay, GTI, schön, aber hör auf. Ich fahre so nebendran, rechte Spur, überhole nicht rechts, fahr nebendran. Es kommt direkt der Wichserle, ich habe nichts gemacht, ne? Und dann habe ich zu der Freundin gesagt, jetzt zeige ich dir mal, wie man so richtig einem GTI-Fahrer die Ehre nimmt. Und die so, hör auf, ihr wisst ja, wie die Mädels sind, ne? Macht es nett. Ich so, wir nehmen dem jetzt mal so richtig die Ehre. Ich fahre nebendran und er hat immer noch nicht analysiert. Er sieht nur einen großen schwarzen Panzer und sonst ja nichts, ne? Denkt, er hat einen GTI mit schönem Power. Er tritt so aufs Gas. Also ich hör's, dass er da natürlich jetzt raus beschleunigt. Ich fahre so gemütlich nebenher noch. Ich guck so nach links. Ich merke schon, er wird immer verbissener in sein Lenkrad, ne? Wir fahren 220. Ich merke, er kommt so ins Wackeln. Ich drehe aufs Gas, fahr vorbei, ne? Baustelle kommt, setz mich wieder auf die linke Spur. Wurde dann die Baustelle, die Fahrbahn wurde dann gesplittet, quasi 2 Spuren rechts, eine links. Ich fahr wieder rüber nach links. Er fährt so nach rechts, macht so die Andeutung, als er halt rechts in die Baustelle geht. Auf einmal, warum auch immer, im letzten Moment, bevor hier er rechts fährt, nicht links, setzt er sich hinter mich. Ich habe keine Ding mehr gesehen. Gar keine Rückleuchten mehr, ne? Keine Frontleuchten mehr. Freundin schon wieder ein bisschen nervös geworden. Ich so, entspann dich. Die GTI-Fahrer kenne ich zu gut. Die kommen am Tag gefühlt 3 Mal, ne? So, ich fahre eine Baustelle 80. 80 war erlaubt. Ich sehe es im Rückspiegel. Er setzt sich so immer weiter ab. Setzt sich immer weiter ab. Ich habe schon zu ihr gesagt, Achtung, was jetzt passiert. Der haltet Abstand, will Schwung holen. Und will dann einfach bei der Baustelle raus und will beschleunigen. Wie kam's? Timau, runtergeschaltet in das schöne dritte Gang. 80, Baustelle Ausfahrt. Also bevor es überhaupt die Ausfahrt rausgeht, habe ich schon gedacht, der will mit seinem Auto über uns drüber fahren. Ich fahre nach rechts und er am Ölen. Warnblinker an, Lichthube, ne? Ich habe nichts gemacht, Digga, nichts gemacht. Gar nichts gemacht. Und dann ging es halt, wie es halt so sein soll, ne? Er wieder gestorft, ich wieder gestorft, ne? Hab dann natürlich rübergelacht und hab dann, also als wir dann so gefahren sind, hab ihn dann so angeguckt, so. Und er voll am Öl und ich so ganz lässig so hinterm Lenkrad, so, was ist denn? Bin wieder vor ihm, ne?
Dann kamen halt wieder Autos, dann habe ich wieder vorhin gesetzt, dann mussten wieder runterbremsen. Und er hat das Spiel einfach nicht aufgehört, ne? Und irgendwann hat es die Situation gegeben, dass halt die Autos vor uns langsamer wurden. Ich fahre nach rechts auf die mittlere Spur, komplett mittlere Spur. Ich gucke nach links, er am Fluchen. Ich habe an seinen Lippen ablesen können, du Hurensohn. Alles Mögliche am Fluchen, ne? Die Freundin neben dran, ach Gott, hör auf, ne, hör auf. Und ich so, pass mal auf, dem nehmen wir jetzt wieder hops, ne? Dann ist der andere rübergefahren, dann wieder beschleunigt und die ganze Zeit, über 20 Kilometer dieses Spiel. Er ist nicht vorbeigekommen, ne? Und irgendwann kam so ein Rastparkplatz, hier so ein normaler Parkplatz. Er machte Warnblinker ran und will einfach rausfahren, sich boxen. Er fährt tatsächlich über die Raststätte. Machte Warnblinker an, ich hinterher, ich habe zur Freundin gesagt, das wird jetzt geklärt, aber dann habe ich gedacht, okay, komm, ihr wisst, Frauen, Mädels, ne? Ich hatte nämlich schon so oft die Situation gehabt, dass dann so ein paar harte Leute denken, ah ja, der fährt eh nicht hinterher, dann fahrst du hinterher und dann gibt er wieder Gas und fährt vorne wieder weg, ne? Und dann ging das Spiel endlos lang, die Jungs, der hat einen Puls von 300 gehabt, der Typ, der hat einen Puls von 300 gehabt. Aber warum geben sie, sehen sie das ein, sagen, okay, der hat mehr PS, ich fahr rechts. Gibt's bei denen nicht, Digga. Gibt's nicht. Der hat wirklich gedacht so, der bollert mich jetzt auf der Autobahn weg. Aber war interessant, Jungs. War lustig und war ein schöner Ausklang so wirklich zum Abend. So, der hat wirklich Ehrgeiz gehabt, der Bruder. Der war auch gut getriggert, Jungs. Mega gefährlich, so ein Quatsch. Ist auch gefährlich, Digga. Ist auch gefährlich. Aber Jungs, ich hab wirklich, die Autobahn war frei, es war Nacht. Wie gesagt, nehmt euch da auch kein Beispiel, Jungs. Aber es ist halt lächerlich so. Wisst ihr, wenn er halt wirklich einen Fehler macht und er fährt nachts auf drei Spuren ganz links mit 140, und ich habe ihn jetzt auch nicht gedrängelt oder sonst was und habe ihm nur eine Lichthube gedrückt und habe gesagt, Bro, komm, fahr auf die mittlere von mir aus, aber lass mich vorbei. Er hat gekämpft, Digga, Das Problem an der Sache ist ja auch, Jungs, und wir fahren mittlerweile sau viel Kilometer. Sau viel. Und das Problem ist halt einfach, dass manche Leute es einfach nicht verstehen, rechts zu fahren. Digga, die fahren, die gefährden ja eigentlich auch den Verkehr. Die fahren mit 120 links auf der Autobahn und fahren nicht rüber, ziehen dann noch irgendwie mit 110 auf die dritte Spur einfach rüber, ohne zu gucken, ohne irgendwas. Und sie fahren einfach nicht rüber, Jungs. Es gibt einfach, bin ich ehrlich, Jungs, es gibt zu viele schlechte Autofahrer. Sag ich euch, es gibt zu viele schlechte Autofahrer. Es ist, wo wir zu Broski gefahren sind, war doch dasselbe. War das der Mercedes-Fahrer, der einfach links gefahren ist und mir noch den Vogel zeigt und einfach noch unnötig vorne langsam macht und er fährt nicht nach rechts und macht die ganze Zeit so, ne? Was soll das? Fahr doch einfach, ist doch okay, wenn du nur so schnell fahren willst, gar kein Problem, in einer freien Autobahn. Halt einfach rechts. Fahr rechts, lass den anderen vorbei, wenn du es mal nicht siehst, okay. Aber mach doch denn da vorne noch Vogel, bremst andere aus. Ja, Jungs, das ist wirklich Autofahren. Ist halt wirklich mittlerweile so schlimm und so anstrengend geworden. Wir haben auch schon ein paar Mal überlegt zu fliegen. Oh, aber das ist ja auch keine Lösung, Alter. Ne? Das Hin- und Herfliegen hier wegen 200 Kilometer. Nee, das ist Quatsch. Ist ja auch keine Lösung, ne? Aber es ist wirklich, Jungs, es fuckt halt wirklich ab. Mittelspurfahrer sind das Schlimmste. Ja, wie gesagt, auch der Benzfahrer war das Beste. Fahr einfach nach rechts und alles ist gut. Aber mach doch nicht noch, keine Ahnung, hier, nur weil du wahrscheinlich das langsamere Auto hast und kannst dir dann eingestehen, dass jemand dann vorbeifährt. Provozier doch einfach nicht. Das ist es, Jungs. So, wisst ihr? Und das Drängeln zum Beispiel, das ist genauso unnötig, Jungs. Ich meine, ich finde generell so Autos, wie wir haben, die ziehen die Leute eh immer an. Die fühlen sich dann immer auch direkt gleich angegriffen und provoziert. Und die sagen auch immer gleich, ja, du bist der Drängler. Ja. Aber nein, fahr einfach nach rechts. Oder man fahrt ja nicht so weit auf, ja, ne? Aber irgendwann macht man halt mal ein kleines Signal, was hier erlaubt ist. Man darf ja einmal die Lichtstube machen, um jemand aufmerksam zu machen und trotzdem ziehen sie es durch, ne? Ja, genau. Mich als Fahranfänger macht es nervös, wenn man mir dicht auffährt. Weil ich sag auch für die Leute, ich meine, das passiert uns ja auch oft, dass wirklich von hinten jemand angeschossen kommt. Aber manchmal kann man auch einfach nicht rechts fahren. Oder wenn jetzt ein LKW da mit 90 entlang fährt und zwischendrin, zwischen dem nächsten LKW ist jetzt eine Lücke von 7, 8, 900 Meter, ja, dann kann ich ja nicht von meinem Vordermann verlangen, dass er jetzt wieder die 5, 6, 700 Meter rechts fährt. Aber jetzt, als ich aktuell wieder den T-Walk habe von meinen Eltern, da geht halt nicht viel, 120 PS, meine ich, oder 140. Da kommen die Leute hinten angeschossen, ich sehe gar nicht mehr die Scheinwerfer und ich denke mir so, Bro, ich fahre doch jetzt nicht rüber, wegen 5 Sekunden hinter diese endlose Schlange, da komme ich nie wieder rüber. Und die machen Druck. Weil einfach Druck auf mich, aber ich bin bei sowas gechillt. Aber ich sag mal, sowas ist ja auch okay, ne? Aber es ging ja halt darum, wenn drei Spuren sind und du einfach penetrant links fährst, einfach nur um die Leute abzufacken, Jungs. Ja.